Guten Morgen Bayreuth, beziehungsweise eigentlich ja die ganze Welt. Heute ist Samstag, der 5. August 2020. Ich bin hier wieder auf der Baustelle. Man kann jetzt hier an einem Samstag einen Großteil des Tages irgendwie dazu nutzen, um hier eben voranzukommen. Und hier haben sich in den letzten Tagen auch wieder ein paar Dinge getan, und das möchte ich eben hier videotechnisch eben festhalten. Zunächst einmal, vielleicht oder zuallererst einmal, ich stehe hier, wo zuletzt eben der Kran der Zimmerei sich befunden hat, und den gibt es eben nicht mehr. Die Einfahrt des Grundstückes, oder das Grundstück, ist jetzt in großen Teilen eben frei. Das Haus steht ja da vorne, hier gibt es noch die Fenster, aber hier die Fläche ist jetzt eben frei. Nachher kommt dann noch das Gerüst weg, und das ist jetzt das erste Mal seit Wochen und Monaten, dass man jetzt hier so viel Fläche zur Verfügung hat. Zuletzt war ja die Baugrube ausgehoben, dadurch hat man viel Platz verloren. Es gab hier den Baukran, dann gab es den Kran der Zimmerei. Jetzt alle aktuell ist hier tatsächlich eben diese Fläche hier freistehend. Jetzt hat sich eben in den letzten Tagen, also das Dach wurde dementsprechend abgeschlossen, will ich damit sagen. Und das zeige ja noch die letzten Schritte, die da eben getan worden sind. Das war ja auch beim letzten Mal schon in großen Teilen fertig, aber jetzt ist es eben tatsächlich abgeschlossen. Vielleicht, um mal etwas vorwegzunehmen. Insbesondere wurden halt diese Dinge hier installiert. Diese Ziegel. Zwei habe ich hier jetzt nochmal auf Ersatz hier liegen. Und die anderen befinden sich am Dach. Und da gehe ich jetzt mal hoch. Bis gleich. So sieht jetzt eben das fertig gedeckte Dach aus. Ganz viel Anthrazit, ganz viel Grau. Die großen Flächen waren ja im Wesentlichen das letzte Mal schon gedeckt gewesen. Diesmal, was halt dazu kommt, vor allem sind an den Kanten jeweils diese Ziegel eben, die so als, ja, ich bezeichne das mal als halbe Röhren, ich bin aber kein Dachdecker, keine Ahnung, wie die genau heißen. Und die dann halt dazu an den Kanten jeweils, das auch nochmal zuzudecken. Da sind ja die Ziegel immer so schräg eben zugeschneidet auf Gehrung, aber das ist natürlich auch alles mit Toleranz, alles so ein bisschen nach, ja, nicht Millimeter genau natürlich. Und da muss man halt von oben das nochmal abdecken. Das erledigen halt diese Ziegel hier. Die sind, wenn man sich das mal anschaut, auch wie auch andere Ziegel so ineinander geschoben, decken sich gegenseitig jeweils ein bisschen ab. Dann gibt es halt solche Klammern, damit die nicht durch die Gegend fliegen bei ein bisschen Wind. Also da ist wirklich jede einzelne geklammert. Und hier ganz unten, da gibt es eine Schraube, und mit der ist das dann eben befestigt. Die geht wahrscheinlich direkt unten ins Holz. Unten drunter liegt jetzt hier nochmal so ein bisschen eine Plastikabdeckung. Das ist irgendwie so wirklich auch draufgeklebt, also die Unterseite ist klebrig. Man sieht das ja, das passt sich hier so ein bisschen der Form des Daches an, damit da auch irgendwie durch den Wind seitlich nichts reingeblasen wird. Und damit ist das Dach eben soweit abgeschlossen. Das wird quasi auf allen vier Kanten, auf allen vier Seiten läuft das gleich. Oben, und das kann man hier vielleicht jetzt ganz gut erkennen, ist dann nochmal so eine Pappe drüber gelegt. Das schaut jetzt, gefällt mir optisch persönlich nicht so gut. Die scheint einfach, es ist so eine Schweißbahn mit draufgeschweißt oder draufgelegt, verklebt, keine Ahnung, wie das, was da genau gemacht worden ist. Schaut jetzt optisch nicht so ansprechend aus, aber sieht man erstmal von unten nicht, und vielleicht muss man sich mal überlegen, ob man da noch irgendwas machen will. Vermutlich wird man das dann in ein, zwei, drei Wochen, Monaten total vergessen, also sowieso nicht mehr daran denken. Aber wenn man aktuell, wenn man auf der Straße steht und wirklich hochschaut und hochguckt, sieht man da halt irgendwie so eine Pappe, die da so hilflos oben drauf geklebt worden ist. Ich weiß aber nicht, wie das bei anderen Dächern gemacht ist, ob es da auch nochmal einen passenden Dachziegel gibt oder wie man das anders lösen könnte, keine Ahnung. Rein optisch gefällt mir das persönlich das jetzt nicht so gut, aber sei es drum. Solange es dicht ist, das ist ja die Hauptfunktion vom Dach, ist das okay. Was man vielleicht noch so auf der anderen Seite, was es da noch zu zeigen oder zu sagen gäbe, beziehungsweise was sich da halt verändert hat zum letzten Mal, ist eine Entlüftung, die installiert worden ist. Also es gab ja hier auf dieser Seite, jetzt bin ich da auch angekommen, gab es ja schon den Handwerkerausstieg. Also da gibt es so eine kleine Klappe, damit halt, wenn man für Wartungsarbeiten irgendwie aufs Dach kommt, das ist soweit gut. Und jetzt gibt es da eben noch so einen weiteren Dachziegel, der für die Entlüftung zuständig ist. Also das ist so ein bisschen, naja, Ventil ist es keins, das ist eigentlich nur eine Öffnung, damit man halt da die Abflussrohre anschließen kann, damit die nach oben hin entlüftet werden, sodass eben da irgendwie kein Unterdruck durch die Siphons und so ist, das ist ja alles relativ dicht. Und damit da jetzt irgendwie kein Unterdruck entsteht und irgendwann das Klo spielt, das irgendwie weggesaugt wird oder es in den Leitungen zischt, die gibt es halt so eine Entlüftung, da wird das eben angeschlossen, und dann ist das eben, sind die Entlüftungsrohre, die Abwasserrohre nach oben hin entlüftet. Wenn es da reinregnet, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, ist ja Abwasser irgendwie, aber das verschließt halt einen Großteil der Öffnung, diese
Entlüftungsöffnung, die können wir uns auch gleich von innen nochmal ansehen, von der Handwerk, vom Handwerkausstieg aus gesehen. Ich gehe jetzt einfach mal in den Dachboden selbst, in den Dachstuhl selbst hinein, muss aber hierfür nochmal außen rum, wieder nach unten und dann von innen herein, von innen heraus nach oben in den Dachstuhl. Bis gleich. Mittlerweile bin ich jetzt hier eben im Dachstuhl eingetroffen. Hier befindet sich ja dieser Ausstieg eben. Und gleich daneben, hat man ja auch außen schon sehen können, befindet sich eben diese Entlüftung. Das ist jetzt hier einfach nur so ein Rohranschluss. Da gibt es dann noch so ein, zwei flexible Teile, also so ein Adapterring. Hier in dem Fall auf einen anderen Durchmesser, sowie eben so ein flexibles Teil, um da irgendwie diese Dachneigung halt ausgleichen zu können. Wenn man da mal durchguckt, kann man da im Prinzip wirklich nach draußen rausgucken. Sieht man ja hier, dass das Licht so ein bisschen durchbricht. Und das wird jetzt einfach mit der Entwässerung eben verbunden. Wenn ich mich recht entsinne, ist halt ein Abflussrohr dort und ein weiteres Fallrohr für die Dusche hier. Das wird dann irgendwie zusammengelegt und hier angeschlossen. Und über das Dach wird halt dann das Abwasser entlüftet. Wie gesagt, damit halt irgendwie diese Fonts nicht leer gesaugt werden, beziehungsweise dass da halt einfach kein Unterdruck in der Entwässerung ist, wenn man da irgendwie Wasser mal durchspült oder sowas. Ansonsten, wir können uns das auch gerne nochmal von außen anschauen. Habe ich aus der Nähe auch noch nicht getan. Also wenn man hier jetzt wieder die Klappe öffnet, kann man ja bekanntlich hier so herausgucken. Und dann sieht man eben hier diese Kachel, auch das ist eben Keramik. Ist hier jetzt nochmal irgendwie verdichtet mit irgendeiner Masse, irgendeinem Kleber. Und auch hier kann man dann von oben halt wieder einfach hineingucken. Also keine Rocket Science, aber auch ein wesentlicher Aspekt von so einer Entwässerung bzw. vom Abwassersystem, damit man halt auch diesem Anspruch gerecht wird. Hier sieht man auch nochmal ganz gut die Spitze. Das sind eben die Kacheln, die an den Kanten hochlaufen. Und hier oben, da ist so eine Dachpappe einfach draufgelegt, draufgeklebt, geschweißt. Ich gehe mal stark davon aus, dass das sehr dicht sein wird. Andererseits, wie gesagt, ist besonders schön, schaut das jetzt nicht aus. Jetzt bin ich hier gerade eben von innen aus Versehen gegen diese Plane gekommen von innen. Der Dachstuhl ist ja nicht nochmal irgendwie beplankt. Also unten gibt es eben dieses Unterholz in dem sichtbaren Bereich, aber im nicht sichtbaren Bereich, da gibt es ja nur diese Folieplane, die da eben aufgespannt worden ist. Das ist immer die zweite Schicht unterhalb des Ziegels. Bei der Dachneigung scheinbar macht man das heutzutage nicht mehr, dass man den ganzen Dachstuhl eben so eine Unterbahn da einzieht. Kostet scheinbar Geld, kostet Material, kostet Zeit und so weiter. Und auch das sollte hinreichend dicht sein. Jetzt bin ich da, wie gesagt, eben aus Versehen mal hingekommen. Das hört sich schon interessant an. Also da sind wahrscheinlich lauter Reste vom Dachdecken, irgendwelche Staubreste, also halt kleine Keramikeckchen, die da so abfallen. Und wenn man da jetzt hinkommt, setzt man die in Bewegung. Interessantes Geräusch. So, was hat sich ansonsten noch so getan? Und zwar, ich stehe hier gerade im Obergeschoss im Flur. Man kann schon sehen, da ist so ein bisschen gelb. Die gelbe Markierung befindet sich an den Wänden hinter mir. Und wir haben hier einfach in den letzten Tagen und insbesondere meine Helfer, also ich habe jetzt hier gar nicht so viel beigetragen tatsächlich, aber ein paar meiner Helfer hatten Urlaub, wollten eben hier weiter klöppeln und haben tatsächlich viele Fräsarbeiten für mich erledigt hier im Obergeschoss. Also wir haben hier quasi eine Menge Vorbereitungen für Lichtschalter irgendwie getroffen, für Visualisierungen vielleicht, die man im Flur aufhängen will, für allen möglichen anderen Kram und verrückte Ideen, die ich gegebenenfalls haben sollte, auch in den Kinderzimmern hier, beziehungsweise im Schlafzimmer nachher, sind halt schon viele Schlitze eben gezogen für Steckdosen. Die müssen natürlich dann auch noch eingeputzt werden, das will dann wieder ich übernehmen. Und so wurde mir eine Menge Arbeit abgenommen, finde ich klasse. Das ist an sich man kommt sehr ins Schwitzen bei der Arbeit, also das ist sehr zeitintensiv dann, wenn man hier gerade bei meinem verrückten Konzept, wo ich eben hier in so einem kleinen Raum wie in diesem hier, irgendwie, glaube ich, 40, 50 Dosen habe, da lacht mich schon jeder aus, die sind alle schon genervt, aber letztendlich fräsen und schlitzen sie dann trotzdem für mich, finde ich gut. Und ja, nachher wird das alles verputzt, sieht man nicht, und wenn ich mal eine Steckdose brauche, dann habe ich sie auch. Dementsprechend mache ich mich jetzt hier drüber, hier weiter die Fenster vorzubereiten, und wir sehen, hören uns dann sicherlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!